Heute schauen wir uns an, wie man mit Hilfe von Parabeln Flugbahnen von Objekten beschreiben kann. Und zwar gibt es hier als Beispiel zwei unterschiedliche Situationen. Einmal haben wir hier die Flugbahn von einem Golfball. Und hier, das soll die Flugbahn von einer Kugel beim Kugelstoßen sein. Und unsere Aufgabe wäre jetzt, Terme zu finden für quadratische Funktionen, mit denen die parabelförmige Flugbahn beschrieben werden kann. Einmal für den Golfball und einmal für die Kugel beim Kugelstoßen. Ja, jetzt haben wir hier ja unterschiedliche Informationen gegeben. Beim Golfball haben wir einmal die beiden Nullstellen und das reicht nun aber noch nicht, weil es gibt jetzt ganz unterschiedliche Parabeln, die diese beiden Nullstellen haben. Die Parabel kann eben auch stärker gestreckt oder gestaucht sein und trotzdem die gleichen Nullstellen haben. Das heißt, man braucht noch eine zusätzliche Information. Und ich suche mir jetzt einfach mal einen Punkt, den ich gut ablesen kann. Zum Beispiel den Punkt 80 auf der x-Achse und 20 auf der y-Achse. Ja, da geht die Parabel auch durch und den kann ich ganz gut ablesen. Also, wir haben hier also einmal die Nullstellen. x1 gleich 0 und x2 gleich 120. Und wir haben als zusätzlichen Punkt einfach einen Punkt auf der Parabel abgelesen und das wäre der Punkt 80, 20. Okay, schauen wir mal, wie das bei dem Kugelstoßbeispiel ist. Da haben wir den Scheitelpunkt gegeben. Den können wir ablesen, das ist der höchste Punkt. Der liegt bei x gleich 4. Und der y-Wert des höchsten Punkts ist 5. Also 4, 5. Aber auch hier brauchen wir einen zusätzlichen Punkt, weil natürlich gibt es viele Parabeln, die alle den Scheitelpunkt 4, 5 haben. Die können wieder stärker gestreckt oder gestaucht sein oder auch sogar vielleicht nach oben geöffnet. Wobei das natürlich nicht gut passen würde für unser Flugbeispiel. Wir brauchen einen zusätzlichen Punkt. Und in diesem Fall wähle ich mal den y-Achsenabschnitt. Also der Punkt, der die x-Koordinate 0 hat und die y-Koordinate 2. So, mit diesen Informationen sollte es uns gelingen, einmal einen Funktionsterm für den Golfball zu finden und einmal für die Kugel. So. Fangen wir mal an mit dem Golfball. Wie gesagt, die Nullstellen liegen hier bei x gleich 0 und bei x gleich 120. Und da die Nullstellen gegeben sind, nehmen wir natürlich erstmal die Nullstellenform. Weil das unser einfachster Ausgangspunkt ist. Also, die Parabel wird dargestellt durch eine quadratische Funktion f von x. Und jetzt baue ich mir die Nullstellenform zusammen. Da habe ich einmal x minus die erste Nullstelle mal x minus die zweite Nullstelle.
So, jetzt könnten ja aber, wie gesagt, verschiedene Parabeln in Frage kommen. Und um die richtige auszuwählen, führe ich noch einen Parameter ein. Den nenne ich jetzt mal a. Ja, dieses a steht für eine Zahl, die im Moment noch nicht bestimmt ist. Okay, ich forme das weiter um, indem ich für x1 und x2 die Werte einsetze für die Nullstellen, die ich kenne. Also x-0 mal x-120. Und das kann ich nochmal ein bisschen kompakter schreiben. x-0 ist ja einfach x. Und hier haben wir x-120. Okay. So, jetzt kommt der zusätzliche Punkt ins Spiel. Da habe ich ja gesagt, bei 80, bei x gleich 80, ist der y-Wert 20. Also x-Wert, y-Wert. Und der y-Wert ist ja der Funktionswert des x-Werts. Okay, was bedeutet das jetzt? Wenn ich in die Funktion an der Stelle vom x 80 einsetze, dann muss als Funktionswert der y-Wert 20 rauskommen. Okay, der Term für f von x, den haben wir aber eben rausgefunden. Der war nämlich a mal x und für das x schreibe ich jetzt 80 mal 80, da kommt nämlich wieder das x. Minus 120. So, und das soll 20 ergeben. Gut, das ist jetzt eine Gleichung, die mir hilft, das a zu bestimmen, ja, weil das a kenne ich noch nicht. So, ich probiere das mal aus, indem ich erstmal 80 minus 120 berechne, die Klammer zuerst, also das ist minus 40, also a mal 80 mal minus 40 ist gleich 20. Oder, ja, ich forme das jetzt nur noch um, bis ich das a alleine habe. Also a mal minus 3200 ist gleich 20. Oder a ist gleich minus 20 durch 3200. Und das ist minus 1/160. Okay. Also, was bedeutet das jetzt? Letztlich kenne ich jetzt also meinen Funktionsterm für die Parabel und der lautet f von x ist gleich, jetzt kommt das a, also minus 1/160 mal x mal x minus 120. Und das kann ich jetzt auch noch in die normalen Formen überführen, indem ich hier also ausmultipliziere, dann würde das so aussehen, minus 1/160 x Quadrat und dann minus mal minus ist plus 120 1/160 sind 3/4 x. Okay, das ist also tatsächlich der Term für die Parabel, die den Golfball ganz gut beschreibt. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mal testen möchte, ob das funktioniert, dann könnte ich ja mal gucken, ob ich den Scheitelpunkt rausbekomme, wenn ich x gleich 60 einsetze. Und tatsächlich, wenn man das mal überprüft und für x gleich 60 einsetzt in den Term und alles ausrechnet, dann kommt 22,5 raus. Und das stimmt gut überein mit unserer Zeichnung. So, also, Strategie war in diesem Beispiel, ich hatte die Nullstellen gegeben, habe deswegen die
Nullstellenform benutzt und habe dann über einen zusätzlichen Punkt den Streckfaktor festgelegt. So ähnlich funktioniert das auch bei dem Beispiel Kugelstoßen. Allerdings haben wir hier ja den Scheitelpunkt gegeben. Ja, bei x gleich 4 und y gleich 5. Wir würden also nicht mit der Nullstellenform anfangen, sondern mit der Scheitelpunktsform. Naja, die Scheitelpunktsform geht so. Ich nehme x minus und dann kommt die x-Koordinate des Scheitelpunkts. Das ist hier die 4 zum Quadrat. Und dann kommt die y-Koordinate des Scheitelpunkts. Also die 5. Aber auch hier ist der Streckfaktor noch unklar. Da nehme ich mal einen Faktor b. Ich kenne ihn noch nicht. Aber ich kenne ja einen zusätzlichen Punkt. Ich weiß ja den y-Achsenabschnitt. Wenn ich also x gleich 0 in den Funktionsterm einsetze, dann müsste der y-Wert 2 rauskommen. Und jetzt mache ich das wie eben. Ich bestimme also meinen Faktor b so, dass wenn ich 0 in die Funktion einsetze, dann y-Wert 2 rauskommt. Also, gucken wir mal. F von 0 ist, und jetzt setze ich für x 0 ein, also b mal 0 minus 4 im Quadrat plus 5, das soll 2 sein. Okay, 0 minus 4 ist minus 4 zum Quadrat ist 16. Also haben wir 16b plus 5 gleich 2. Das ist eine einfache lineare Gleichung für b. Ich fange also mit minus 5 an. Dann habe ich 16b ist gleich minus 3 oder b ist gleich minus 3 Sechzehntel. Damit ist mein Funktionsterm wieder festgelegt. F von x ist gleich minus 3 Sechzehntel. X minus 4 im Quadrat plus 5. Auch das kann man jetzt in die normalen Formen überführen, wenn man möchte. Dann haben wir x minus, minus 3 Sechzehntel. Und jetzt kommt eine Klammer. Hier haben wir x Quadrat minus 2 mal 4, also minus 8x plus 16. Klammer zu, plus 5. Und das könnte man jetzt noch zusammenfassen. Dann hat man die Standardform. Ich mache das mal schnell. Also minus 3 Sechzehntel x Quadrat. Dann haben wir minus 3 halbe x. Dann haben wir minus 3 Sechzehntel mal 16 sind minus 3 plus 5 ist 2, also plus 2. So, da haben wir also den Term für unsere Funktion, einmal in der Scheitelpunktsform und einmal in der normalen Form. Jetzt könnte man als zusätzliches Bonbon hier tatsächlich mal gucken, wo würde denn die Kugel aufkommen? Ja, also so vielleicht zwischen 8 und 10, irgendwo um die 9 Meter. Was müssten wir tun? Wir müssten die Nullstelle finden. Also, Nullstellen. Okay. Das probiere ich mal aus. Und ich nehme mal die Scheitelpunktsform, weil ich dann mit Wurzelziehen die Gleichung
leicht lösen kann. Also, minus 3 Sechzehntel, x minus 4 in Klammern zum Quadrat plus 5 soll gleich 0 sein. Das ist die Bedingung dafür. Ja, der Funktionswert soll 0 sein und ich suche den dazugehörigen x-Wert. Ja, also x ist unbekannt, y-Wert ist 0. Okay, ich forme die Gleichung um, sodass das x alleine steht. Also, minus 3 Sechzehntel, x minus 4 im Quadrat ist gleich minus 5. Und ich teile durch minus 3 Sechzehntel, dann habe ich x minus 4 im Quadrat ist 80 Drittel. Ich ziehe die Wurzel, weil ja jetzt das Quadrat außen steht. Und dann bekomme ich zwei Möglichkeiten. X minus 4 ist entweder die positive Wurzel aus 80 Dritteln oder x minus 4 ist die negative Wurzel aus 80 Dritteln. So. Ich bekomme also x1 gleich 4 plus Wurzel 80 Drittel raus. Oder x ist gleich 4 minus die Wurzel aus 80 Drittel. Das wäre die zweite Möglichkeit. Wenn ich jetzt mal gucke, als Kommazahl ergibt das hier ungefähr 9,16, während das hier eine negative Kommazahl ergibt, minus 1,16. Und damit ist klar, diese negative Zahl, die liegt ja, naja, hier hinten ungefähr, also hinter der Werferin oder dem Werfer. Und das ist also nicht die Flugweite, die ich suche, sondern die ist tatsächlich hier. Ich habe also jetzt rausgefunden, die Flugweite ist 9,16 Meter. So, aber das war ja eigentlich nur ein zusätzliches Bonbon. In diesem zweiten Beispiel haben wir gesehen, wie wir einen Funktionsterm rausfinden, wenn der Scheitelpunkt gegeben ist. Und da haben wir natürlich die Scheitelpunktsform benutzt und auch hier dann den Streckfaktor zusätzlich bestimmt.